Und während wir ausatmen, erlauben wir unserer liebenden, kollektiven Interessengemeinschaft in unsere Herzen zu fließen und uns zu mitfühlenden Fischen zu machen in einem Ozean des Verständnisses. Okay. Also das Wichtigste heute? Ab sofort werden wir nicht mehr die Parkgebühren für unsere Lehrer bezahlen. Das ist ja auch so. Hey, hey, sofort wieder zurück in den Ozean! Was sollen wir denn jetzt bitte tun? Parkt auf der Straße oder bezahlt selbst eure Gebühren? Na sowas. Wie soll denn diese neue Reise? Wir können uns das nicht leisten, nicht zu dem Preis. Also das meiste davon ist Alans Wohnmobil. Der braucht 4 Plätze. Vier Plätze braucht er? Ja, er wohnt da. Auf dem Parkplatz? Mhm. Wirklich? Und wieso kommt er dann immer zu spät? Naja, weißt du, er ist frisch verheiratet. Na schön. Also hört mal zu, wir haben ein echtes finanzielles Problem hier. Die Telefongesellschaft ist wütend auf uns. Die Elektrizitätsrechnungen kommen schon in roten Umschlägen. Dann wäre es vielleicht das Beste, wenn du Ellen den Strom abdrehst. Okay, das ist ein Anfang. Aber wir haben einen langen Weg vor uns. Aber was ist denn mit unserem Geld für Notfälle? $9. Das ist unmöglich. Wir hatten doch viel Geld zur Seite gelegt. Ja, das hatten wir. Aber dann kamen ein paar Notfälle auf uns zu. Vergesst nicht die Feng Shui-Renovierung im 3. Stock. Richtig. Ah, ja. Und wie ihr wisst, haben wir ein Stückchen Regenwald gekauft, die Wale gerettet, die Schildkröten gerettet, die Robben gerettet. Und der Rest ging an die Ralph Nader Präsidentschaftskampagne. Ah. Mann, und er hätte fast gewonnen, nicht wahr, Leute? Ja, und er war der einzige Kandidat, der an den Wahlen interessiert war. Das ist richtig, Marcy, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir pleite sind. Das mag sein, aber wir haben noch unsere Liebe. Oh, vielleicht begleiche ich die Telefonrechnung mit Liebe, aber ich glaube, das ist strafbar. Ach, weißt du, Prostitution ist nur ein sittliches Vergehen. Toll, dann weiß ich ja, wie ich die Rechnung bezahle. Okay. Hey, Ellen. Vergessen wir das einfach für eine Weile, erst in den Flitterwochen. Hey, wo bist du gewesen? Manchmal frage ich mich wirklich, wieso ich überhaupt in diesem holistischen Fortbildungszentrum arbeite. Harter Tag in der Welt des Yoga, Schatz. Brutal. Hast du schon mal versucht, jemandem eine Rechnung zu erklären, der von Geld keinen blassen Schimmer hat? Oh ja, das habe ich. Lass das jetzt, bitte. Nett, euch zu sehen. Ihr könnt sitzen bleiben. Hast du irgendeine Ahnung, wer von allen die meiste Energie verbraucht? Die Kerzenbastelklasse, könntest du mir das bitte erklären? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Was denkst du denn? Ich denke, dass das noch eine ist. Es tut mir leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Wie wär's mit einem Tee? Ein Glas Wein? Nein, aber ich danke dir. Entschuldige bitte meine Laune. Schon okay. Wie war denn dein Tag? Mein Kanzleipartner hat heute Morgen eine Klage eingereicht gegen eine große Kaufhauskette. Und zwar im Namen unserer neuen Mandantin, der exotischen Tänzerin Miss Rosie Cheeks. Wow. Wie viele Stripperinnen habt ihr jetzt schon vertreten? Keine Ahnung. Pete schreibt, suchen Sie einen Anwalt und unsere Telefonnummer auf die Stripper-Dollar. Bravo. Ja, schon. Aber ich muss jetzt in die Kanzlei wandern von Collardney und Greenwald und sagen, Gentlemen, meine Mandantin Miss Rosie Cheeks wird höchstwahrscheinlich nie wieder mit dem Po wackeln. Hey, Collardney und Greenwald, das ist doch nicht Toby Collardney, oder? Tobias, ja. Wieso? Kennst du ihn? Von früher. Ich meine, wenn das derselbe ist, es gibt wahrscheinlich 1 Million Tobias Collardneys. Ach, falls es vielleicht doch derselbe ist, woher kennst du ihn denn? Wir haben in Berkeley zusammen gewohnt. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, wenn das derselbe Toby Collardney ist, der, den ich kannte, der war Bassspieler, aber er hat Geld verdient, indem er Socken auf dem Flohmarkt verkauft hat. Bestimmt nicht derselbe Kerl. Oh, bestimmt nicht. Andererseits, wenn das X in der Mitte für Xavier steht, lass dich nicht von ihm küssen, der sabbert nämlich sehr. Ich danke dir für den Tipp. Der Nächste. Hallo, ich bin Dharma. Ich bin die Präsidentin des Fortbildungszentrums hier in San Francisco. Jemand hat uns heute früh angerufen und gesagt, dass der Strom abgestellt wird, wenn wir die Rechnung nicht bezahlen. Ja, doch, sowas sagen unsere Leute hier manchmal. Ja. Hören Sie, wir haben leider gewisse Geldprobleme momentan, aber es wird sich alles bessern. Unser Numerologe hat gesagt, dass wir zu Geld kommen werden, und zwar am 12., am 21. oder am 30. Die Quersumme muss nur 3 sein. Also, sind Sie hier, um zu bezahlen? Etwas Geduld, bitte.
Und Mrs. Flanagan aus der Rentner-Fitnessklasse, sie will uns ihr Geld vermachen. Sie hat irgendein Herzproblem. Blöd für sie. Gut für sie. Aber sie können heute nicht bezahlen. Das versuche ich Ihnen ja zu sagen. Wir kriegen es allerdings am 12., am 21. oder am 30. Oder wenn die alte Flanagan den Geist aufgibt. Wollen Sie vielleicht eine 30-tägige Verlängerung? Ach, gerne. Gehen Sie damit an Schalter 9. Dankeschön. Wissen Sie, ich habe heute das Universum gebeten, mir jemanden zu schicken wie Sie. Und da sind Sie auch schon. Ich danke Ihnen vielmals. Der Nächste. Ist toll. Ich hätte gerne eine 30-tägige Verlängerung, bitte. Gehen Sie damit an Schalter 9. Der Nächste. Mr. Montgomery, Mr. Collardney ist hier. Danke schön, Marlene. Sag ihm, wir sind gleich soweit. Wieso denn nicht sofort? Ich habe ihm schon gesagt, dass ihr nichts zu tun habt. Gut, vielen Dank. Also gut, lass mich mit dem Kerl reden. Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen. Greg, es geht um eine betrunkene Stripperin, die mit dem Po im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Ich meine, wenn er uns einen Scheck anbietet für mehr als $100, dann sagen wir Dankeschön. Ich schätze, wir können vielleicht etwas mehr erreichen. Der Kerl war früher der Freund von Dharma. Ich bin der Ehemann von Dharma. Ich werde das beiläufig erwähnen, das wird ihn durcheinander bringen. Und dann schlagen wir zu. Verlass dich auf mich. Hallo, entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Greg Montgomery, das ist mein Partner Peter Cavanaugh. Freut mich. Setzen Sie sich. Gentlemen, ich möchte nur ungern Ihre Zeit vergeuden. Mein Mandant hat wirklich Mitleid für Miss Cheeks, ist das richtig? Rosie Cheeks. Und sie bevorzugt Miss. Schon in Ordnung, Pete. Jedenfalls möchten wir diese Sache beenden, darum habe ich hier einen Scheck für Sie über $10.000. Ja. Pete, sei bitte nicht so sarkastisch. Dieser Gentleman ist ein Gast in unserer Kanzlei. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist ein äußerst interessantes Angebot, aber ich denke nicht, dass das die finanziellen Ausfälle unserer Mandantin decken wird. Sie wird wohl nie wieder strippen können. Dankeschön, Pete. Und sie war wirklich gut. Keiner bezweifelt ihr Talent. Gentlemen, wir dachten, dieses Angebot war mehr als fair. Da bin ich sicher, aber wieso zeige ich Ihnen nicht nochmal Ihre Arzt- und Krankenhausrechnung? Ach, übrigens, Dharma Finkelstein lässt grüßen. Wow, Sie kennen Dharma Finkelstein? Aha, das kann man wohl sagen. Oh Mann, die war wirklich was Einzigartiges. Wie war das? Ich weiß ja nicht, wie gut Sie sie kennen, aber passen Sie auf, okay? Sie ist ziemlich abgefahren. Abgefahren, hä? Oh ja, naja, das ist okay, wenn man eine Band gründen will und Socken verkauft, wissen Sie? Aber wenn man irgendwann entscheidet, dass man was machen will aus seinem Leben, dann braucht man keine wahnsinnige Freundin mit ihrem Yoga, ihrem Feng Shui und ihrem Mona Lisa Perlenvorhang. Wissen Sie, was ich meine? Ich schätze ja. Hören Sie, ich habe eine Flugstunde um 2. Ich werde Ihnen einen Gefallen tun, okay? Ich werde meinem Mandanten nicht sagen, dass Sie das Angebot abgelehnt haben, weil er es dann zurückziehen wird, gut? Also denken Sie darüber nach und dann rufen Sie mich an und dann werden wir das schon machen. Okay, danke. Und wenn Sie Dharma sehen sollten, sagen Sie ihr, ich lass grüßen, aber geben Sie ihr ja nicht meine Nummer. Du bist der Meister. Ich bin bloß ein bescheidener Schüler, der von dir lernen will. Jetzt nicht, Pete. Dann sag mir wann, du weißt ja. Und wir öffnen unser Geldchakra. Und zwar nicht, um Geld zu verdienen, aber um Geld aufzunehmen, das aufgenommen werden will. Hey, Schatz, was tust du da? Was denkst du wohl, was ich tue? Ich messe den Schrank aus. Keine Sorge, es sieht nur so aus, als wenn er kleiner werden würde. Und wieso misst du den Schrank aus? Weil ich genug habe von dem Vorhang und endlich Schranktüren haben will. Oh, weißt du, Greg, dadurch blockierst du die Energie in diesem Raum. Tja, damit werden wir dann wohl leben müssen. Ich dachte, dir gefällt die Mona Lisa. Ja, und als ich 15 war, gefiel mir Kiss. Irgendwann wird man erwachsen, da will man dann Türen. Wisst ihr, was schlecht war für Kiss? Der Kerl mit der langen Zunge. Die Band hat echt was ausdrücken wollen. Bedrückt dich irgendwas? Ja, es bedrückt mich, dass uns Schranktüren fehlen. Weißt du was, wir machen später damit weiter. Nein, das ist wichtig. So löst man nämlich finanzielle Probleme. Man sucht sich keinen Rat von einem Professionellen, sondern macht solche Bewegungen. Deswegen sind die Pips wahrscheinlich auch die reichsten Sänger auf der Welt. Also,
Die Pips haben auch was ausgedrückt. Aber Gladys Knight hat's vorgesungen. Also, ich muss sagen, das hier sind die hübschesten Bücher, die ich je gesehen habe. Danke. Unser Kalligrafielehrer führt auch die Bücher. Ein Buchhalter wäre vielleicht geeigneter. Okay, das wäre eine Idee. Was noch? Also, die meisten Lehrer bringen noch nicht mal genug Geld rein für den Anteil ihrer Miete. Du musst sie loswerden. Sie loswerden? Schmeiß sie raus. Wenn jemand den Anforderungen nicht gerecht wird, dann muss man ihn loswerden und stattdessen jemanden finden, der die Arbeit machen kann. Edward, ich möchte in der nächsten Stunde nicht gestört werden. Sven ist hier für meine Massage. Viel Vergnügen. Die meisten der Lehrer sind da schon seit Jahren. Mir fällt keiner ein, dem ich kündigen kann. Oh, nein, nein, du schmeißt nicht nur einen raus, du kündigst gleich mehreren. Dann können sie sich wenigstens gegenseitig trösten. Komm mit, ich zeig dir, wie die großen Bosse Leute entlassen. Na gut, willst du nicht erst Kitty sagen, dass du gehst? Ach, das fällt dir doch gar nicht auf. Diese Massagen dauern ewig lange, der arme Kerl. Bitte leg das hin. Können wir auch sowas kaufen? Ach, bitte leg das hin. Mann, der scheint dich echt zu nerven. Nein, er nervt mich nicht. Hey, ich war da, ich weiß, dass er dich genervt hat. Hör zu, der Kerl kommt hier gleich rein mit dem Scheck. Ich habe eine gute Idee. Lass ihn uns nehmen. Das habe ich auch vor. Danke, dass Sie gekommen sind. Zuerst mal, Greg, möchte ich mich für das entschuldigen, was ich in Ihrem Büro gesagt habe. Ich wusste nicht, dass Sie mit Dahmer verheiratet sind. Ist schon gut. Also, ich hätte sowas nicht sagen dürfen. Sie ist eine tolle Frau und für den Weg, den Sie gewählt haben, ist sie die ideale Partnerin für Sie. Was soll das bedeuten? Das ist doch nicht wichtig, Greg. Wir haben beschlossen, wir nehmen Ihr Angebot an. Das dachte ich mir schon. Also gut, danke, Wiedersehen. Pete, warte. Was genau meinen Sie mit dem Weg, den ich gewählt habe? Ich meinte das ganz ehrlich. Ich finde das gut, was Sie machen, wirklich. Sie verklagen ein paar Geschäfte im Monat, verdienen genug für Ihr kleines Büro und haben trotzdem noch Zeit, Ihr Leben zu genießen. Mein Leben zu genießen? Na, sich den Sonnenuntergang ansehen. Ich wünschte, ich könnte auch weniger arbeiten, so wie Sie. Wir sehen uns vor Gericht. Oh nein. Komm mit, Pete. Du hast gesagt, dass wir den Scheck annehmen. Mit dem Geld hätte ich endlich meinen Wagen auslösen können. Also gut, liebe Freunde, hier ist unsere Selbstbewusstseinsaufgabe für heute. Hallo, Nick. Hallo, Dama. Ich bin gleich fertig. Geht heute in irgendein nettes Restaurant und sagt ganz selbstsicher, einen Tisch für einen bitte. Oder noch besser, ich bin heute allein. Okay, wir sehen uns nächste Woche, liebe Freunde. Hallo, Dama. Hey, Nick, das hier ist mein Schwiegervater Ed Montgomery. Wow, es ist wirklich schön, Sie kennenzulernen. Sie werden Ihre Meinung noch ändern. Also, was kann ich für euch tun, ohne mich selbst zu vernachlässigen? Und das fällt dir schwer? Nick, es ist... Dein Selbstbewusstseinsworkshop hat in letzter Zeit unheimlich wenig Schüler. Ich weiß. Ist das nicht toll? Das erlaubt mir, mehr Zeit zu verbringen mit meinen Schülern. Darf ich das erledigen? Das würde mir echt Freude bringen. Nein, ich bin die Präsidentin der Gemeinschaft. Es ist meine Verantwortung. Hey, Dharma, was zieht denn die Enden deines Lächelns herunter? Also, Nick, es geht hier um Kosten. Und du weißt, dass wir Schwierigkeiten haben. Und das hier ist ein ziemlich großer Raum. Und was hier im Täschchen, das gehört wieder auf mein Gesicht. Ich hab's hier in meiner Nähe, denn ich weiß, du brauchst es nicht. Hör auf, ich weiß, du wirst dich fragen, was werd ich wohl damit machen? Also zeig ich's dir und nehme es raus. Es ist nämlich mein Los, Lachen. Raus! Was? Deine Klasse ist gestrichen. Gestrichen? Ja, du bist erfolglos, wir verdienen nichts, also raus. Aber was soll ich denn jetzt tun? Weiß ich nicht. Du bist doch ein toller Kerl mit sehr viel Selbstbewusstsein. Ich bin sicher, du wirst gleich einen Job finden. Aber nicht hier, das hast du ja wohl verstanden. Wieso gehen Sie nicht in einem netten Restaurant was essen? An einem Tisch für einen? Guten Morgen, Claire. Nicht für Nick. Nein, wahrscheinlich nicht. Oder Jasmine, Doug, Samantha. Hör mal, das war eine wirklich sehr schwere Wahl. Denkst du, alle hassen mich? Nein, nicht alle. Dankeschön. Ach, Claire, es gibt keinen Gratis-Kaffee mehr für Lehrer. Der kostet einen Dollar. Okay.
Jetzt hassen dich wirklich alle. Nick, es tut mir leid. Ist schon okay. Ich denke, dass das vielleicht ein toller Neuanfang wird für mich. Er wird das überstehen, oder? Du hast ihn doch gehört. Du hast ihm einen Gefallen getan. Wenn man arbeitslos ist, hat man mehr Freizeit. Ach, hör mal, Susan, du weißt, ich mache das nur für unsere Gemeinschaft. Das verstehst du doch. Was passiert mir, wenn ich es nicht verstehe? Okay, deine Dreckarbeit habe ich erledigt. Ich habe ihm den Strom abgedreht und das Wohnmobil ist weg. Dankeschön, Marcy. Ach, und noch etwas. Mein Geburtstag ist in 8 Monaten und 6 Tagen und ich mache eine Party. Aber du bist nicht eingeladen. Tut mir leid. Das verstehe ich. Okay, okay, du darfst kommen, aber ich bin sehr böse auf dich. Pete, die Beweisakte ist nicht vollständig. Wo sind bitte die Fotos von der Stripperin, bevor sie verletzt wurde? Die sind in meiner Wohnung. Wieso? Das ist eine sehr persönliche Frage, oder? Geh und hol die Fotos. Okay. Hey. Hallo, Dame. Hallo, Schatz. Na? Hast du gerade zu tun? Ja, schon. Was gibt's? Jeder in unserem Zentrum hasst mich. Ich fühle mich wie ein Tabakfarmer in einer Ocelot-Jacke. Tut mir leid. Schwerer Fall? Nein, nicht wirklich. Das ist Pete Stripperin. Ach, übrigens, es gibt nur einen Tobias X. Kaladny. Ja, das dachte ich mir schon. Was ist? Stört dich das? Nein. Nein, nein, gar nicht. Wirklich? Ja. Es ist, naja, der Karl ist ein ganz schöner Idiot. Tobi, wirklich? Ja, er hat nicht gerade die nettesten Sachen über dich gesagt. Ach, was hat er denn gesagt? Ach, weißt du, er hat dir unterstellt, dass du ihn zurückgehalten hättest von dem großen Erfolg, den er heute hat. Was? Das ist doch lächerlich. Ja. Ich meine, zu seiner Verteidigung, er hat Socken verkauft, als ihr zusammen wart. Und jetzt hat er ein Büro im Transamerica-Gebäude. Ach, na, spitze für Tobi. Ist da noch was, was dich beschäftigt? Nein. Ich meine, ich muss mich schon wundern. Worüber denn? Darüber, dass ich dich zurückhalte? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du. Du denkst, ich halte dich zurück. Naja, du drängst mich nicht gerade voran. Und das werde ich auch nie. Das weiß ich, das musst du mir nicht sagen. Hör zu, Greg, wenn du mehr Geld verdienen willst oder erfolgreicher sein willst, dann ist das toll. Aber deswegen bin ich nicht mit dir verheiratet. Ich liebe dich und ehrlich gesagt, ist mir egal, ob du je was verdienst. Naja, gut, ich verdiene nämlich nichts. Also gut, weißt du was? Wenn du wirklich denkst, dass ich deinem Glück im Weg stehe, dann wird's besser sein, wenn ich aus dem Weg gehe. Wie schon gesagt, so meinte ich das nicht. Ich schon! Denk nach darüber. Denn ich kann nicht so tun, als ob ich jemand anderes wäre. Dama. Weder für dich, noch für einen anderen. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück zur Arbeit und versuchen, was gut zu machen. Und wenn du auch was gut machen willst, dann melde dich. Okay, also hier ist mein Angebot. Wir holen alle Lehrer zurück. So eine Art karmisches Vergeben und Vergessen. Wir versuchen unser Bestes. Und wenn wir Glück haben, dann halten wir uns vielleicht 2 oder 3 Monate über Wasser. Was ist mit gratis Kaffee und Parken für die Lehrer? Ja, genau. Damit schaffen wir es maximal 6 Wochen. Was denkt ihr? Ja, das ist doch in Ordnung. Okay, das verstanden. Also gut, Zeit für eine Party. Es gibt Milchshakes für alle. Ja, das ist doch gut. Wunderbar. Das ist doch wirklich toll gemacht. Da warten. Kann ich kurz mit dir reden? Natürlich. Ich komme gleich wieder. Was hat die Party zu bedeuten? Ach, wir feiern unser Todesurteil, aber wir dürfen umsonst parken. Das kannst du mir nachher erklären. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du meinst, weil du dich vorhin wie ein Idiot aufgeführt hast? Ja. Ich habe gesehen, wie dieser Tobias lebt und ich dachte, dass ich das auch wollte. Es war reine Panik. Greg, ich sag's dir nochmal. Ich werde dich immer unterstützen. Egal, was für ein Leben du leben willst. Ich weiß. Und das ist ja so erschreckend. Denn es ist viel schwerer,
seinen eigenen Weg zu finden, als einen zu finden, der für einen ausgesucht wurde. Hm. Also? Also, du hättest mich ruhig davor warnen können. Weißt du, wenn jemand sagt, folge deiner Berufung, dann klingt das wirklich sehr verlockend. Ja, ganz schön verführerisch. Aber keine Sorge, mein Schatz, ich weiß, du wirst es schaffen. Wie dem auch sei, ich schulde dir ein dickes Dankeschön. Gern geschehen. Na, hier ist sie ja. Oh. Was passiert denn jetzt? Ach, keine Sorge, das wird eine Umarmung. Dama. Lass es geschehen, es wird schlimmer, wenn du dich wehrst. Hey. Hey. Wie war's vor Gericht? Gut. Nicht gut, schlecht. Wir haben verloren. Arme Rosie. Nett euch zu sehen, ihr könnt sitzen bleiben. Nein. Rosie geht's gut. Ich habe ihr selbst einen Scheck ausgestellt, damit sie weiß, was ihr Anwalt für ein Idiot ist. Das war ja wirklich sehr nett von dir. Hat sie den schon eingereicht? Wieso? Naja, es wird für uns in nächster Zeit finanziell nicht so leicht werden. Ach, warum? Ich habe ein Darlehen fürs Zentrum bekommen von deinem Dad und wir müssen $300 im Monat zurückzahlen plus Zinsen. Er ist ein guter Geschäftsmann, er lässt seine Gefühle aus dem Spiel. Ich rede mit meiner Mom. Danke. Denkst du, alle hassen mich? Nein, nicht alle. Dankeschön. Ach, Claire, es gibt keinen Gratiskaffee mehr für Lehrer. Der kostet $1. Okay. Jetzt hassen dich wirklich alle. Nick, es tut mir leid. Ist schon okay. Ich denke, dass das vielleicht ein toller Neuanfang wird für mich. Er wird das überstehen, oder? Du hast ihn doch gehört. Du hast ihm einen Gefallen getan. Wenn man arbeitslos ist, hat man mehr Freizeit. Ach, hör mal, Susan, du weißt, ich mache das nur für unsere Gemeinschaft. Das verstehst du doch. Was passiert mir, wenn ich es nicht verstehe? Okay, deine Dreckarbeit habe ich erledigt. Ich habe ihm den Strom abgedreht und das Wohnmobil ist weg. Dankeschön, Marcy. Ach, und noch etwas. Mein Geburtstag ist in 8 Monaten und 6 Tagen und ich mache eine Party, aber du bist nicht eingeladen. Tut mir leid. Das verstehe ich. Okay, okay, du darfst kommen, aber ich bin sehr böse auf dich. Pete, die Beweisakte ist nicht vollständig. Wo sind bitte die Fotos von der Stripperin, bevor sie verletzt wurde? Die sind in meiner Wohnung. Wieso? Das ist eine sehr persönliche Frage, oder? Geh und hol die Fotos. Okay. Hey. Hallo, Dame. Hallo, Schatz. Na? Hast du gerade zu tun? Ja, schon. Was gibt's? Jeder in unserem Zentrum hasst mich. Ich fühle mich wie ein Tabakfarmer in einer Ocelot-Jacke. Tut mir leid. Schwerer Fall? Nein, nicht wirklich. Das ist Pete's Stripperin. Ach, übrigens, es gibt nur einen Tobias X. Kaladny. Ja, das dachte ich mir schon. Was ist? Stört dich das? Nein. Nein, nein, gar nicht. Wirklich? Ja. Es ist, naja, der Kerl ist ein ganz schöner Idiot. Tobi, wirklich? Ja, er hat nicht gerade die nettesten Sachen über dich gesagt. Ach, was hat er denn gesagt? Ach, weißt du, er hat dir unterstellt, dass du ihn zurückgehalten hättest von dem großen Erfolg, den er heute hat. Was? Das ist doch lächerlich. Ja. Ich meine, zu seiner Verteidigung, er hat Socken verkauft, als ihr zusammen wart. Und jetzt hat er ein Büro im Transamerica-Gebäude. Ach, na, spitze für Tobi. Ist da noch was, was dich beschäftigt? Nein. Ich meine, ich muss mich schon wundern. Worüber denn? Darüber, dass ich dich zurückhalte? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du. Du denkst, ich halte dich zurück. Für einen anderen. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück zur Arbeit und versuchen, was gut zu machen. Und wenn du auch was gut machen willst, dann melde dich. Okay, also hier ist mein Angebot. Wir holen alle Lehrer zurück.
So eine Art karmisches Vergeben und Vergessen. Wir versuchen unser Bestes. Und wenn wir Glück haben, dann halten wir uns vielleicht 2 oder 3 Monate über Wasser. Was ist mit Gratis-Kaffee und Parken für die Lehrer? Ja, genau. Damit schaffen wir es maximal 6 Wochen. Was denkt ihr? Das ist doch in Ordnung. Also gut, Zeit für eine Party. Es gibt Milchshakes für alle. Das ist doch wunderbar. Das ist wirklich toll gemacht. Abwarten. Kann ich kurz mit dir reden? Natürlich. Ich komme gleich wieder. Was hat die Party zu bedeuten? Ach, wir feiern unser Todesurteil, aber wir dürfen umsonst parken. Das kannst du mir nachher erklären. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du meinst, weil du dich vorhin wie ein Idiot aufgeführt hast? Ja. Ich habe gesehen, wie dieser Tobias lebt und ich dachte, dass ich das auch wollte. Es war reine Panik. Greg, ich sag's dir nochmal. Ich werde dich immer unterstützen. Egal, was für ein Leben du leben willst. Ich weiß. Und das ist ja so erschreckend. Denn es ist viel schwerer, seinen eigenen Weg zu finden, als einen zu finden, der für einen ausgesucht wurde. Also? Also, du hättest mich ruhig davor warnen können. Weißt du, wenn jemand sagt, folge deiner Berufung, dann klingt das wirklich sehr verlockend. Ja, ganz schön verführerisch. Aber keine Sorge, mein Schatz, ich weiß, du wirst es schaffen. Wie dem auch sei, ich schulde dir ein dickes Dankeschön. Gern geschehen. Oh. Hier ist sie ja. Was passiert denn jetzt? Ach, keine Sorge, das wird eine Umarmung. Dama. Lass es geschehen, es wird schlimmer, wenn du dich wehrst. Hey. Hey. Wie war's vor Gericht? Gut. Nicht gut, schlecht. Wir haben verloren. Arme Rosie. Nett euch zu sehen, ihr könnt sitzen bleiben. Nein. Rosie geht's gut. Ich habe ihr selbst einen Scheck ausgestellt, damit sie weiß, was ihr Anwalt für ein Idiot ist. Das war ja wirklich sehr nett von dir. Hat sie den schon eingereicht? Wieso? Naja, es wird für uns in nächster Zeit finanziell nicht so leicht werden. Ach, warum? Ich habe ein Darlehen fürs Zentrum bekommen von deinem Dad und wir müssen $300 im Monat zurückzahlen plus Zinsen. Er ist ein guter Geschäftsmann, er lässt seine Gefühle aus dem Spiel. Ich rede mit meiner Mom. Am 12., am 21. oder am 30. Die Quersumme muss nur 3 sein. Also, sind Sie hier, um zu bezahlen? Etwas Geduld, bitte. Und Mrs. Flanagan aus der Rentner-Fitnessklasse, sie will uns ihr Geld vermachen. Sie hat irgendein Herzproblem. Blöd für Sie. Gut für Sie. Aber Sie können heute nicht bezahlen. Das versuche ich Ihnen ja zu sagen. Wir kriegen es allerdings am 12., am 21. oder am 30. Oder wenn die alte Flanagan den Geist aufgibt. Wollen Sie vielleicht eine 30-tägige Verlängerung? Ach, gerne. Gehen Sie damit an Schalter 9. Dankeschön. Wissen Sie, ich habe heute das Universum gebeten, mir jemanden zu schicken wie Sie. Und da sind Sie auch schon. Ich danke Ihnen vielmals. Der Nächste. Ist toll. Ich hätte gerne eine 30-tägige Verlängerung, bitte. Gehen Sie damit an Schalter 9. Der Nächste. Mr. Montgomery, Mr. Collardney ist hier. Dankeschön, Marlene. Sag ihm, wir sind gleich soweit. Wieso denn nicht sofort? Ich habe ihm schon gesagt, dass ihr nichts zu tun habt. Gut, vielen Dank. Also gut, lass mich mit dem Kerl reden. Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen. Greg, es geht um eine betrunkene Stripperin, die mit dem Po im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Ich meine, wenn er uns einen Scheck anbietet für mehr als $100, dann sagen wir Dankeschön. Ich schätze, wir können vielleicht etwas mehr erreichen. Der Kerl war früher der Freund von Dharma. Ich bin der Ehemann von Dharma. Ich werde das beiläufig erwähnen, das wird ihn durcheinander bringen. Und dann schlagen wir zu. Verlass dich auf mich. Hallo, entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Greg Montgomery, das ist mein Partner Peter Cavanaugh. Freut mich. Setzen Sie sich. Gentlemen, ich möchte nur ungern Ihre Zeit vergeuden. Mein Mandant hat wirklich Mitleid für Miss Cheeks, ist das richtig? Rosie Cheeks. Und sie bevorzugt Miss. Schon in Ordnung, Pete. Jedenfalls möchten wir diese Sache beenden, darum habe ich hier einen Scheck für Sie über $10.000. Ja. Pete, sei bitte nicht so sarkastisch. Dieser Gentleman ist ein Gast in unserer Kanzlei. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist ein äußerst interessantes Angebot, aber ich denke nicht, dass das die finanziellen Ausfälle unserer Mandantin decken wird. Sie wird wohl nie wieder strippen können. Dankeschön, Pete.
Und sie war wirklich gut. Keiner bezweifelt ihr Talent. Gentlemen, wir dachten, dieses Angebot war mehr als fair. Da bin ich sicher. Aber wieso zeige ich Ihnen nicht nochmal Ihre Arzt- und Krankenhausrechnung? Ach, übrigens, Dama Finkelstein lässt grüßen. Wow, Sie kennen Dama Finkelstein? Aha, das kann man wohl sagen. Oh Mann, die war wirklich was Einzigartiges. Wie war das? Ich weiß ja nicht, wie gut Sie kennen, aber passen Sie auf, okay? Sie ist ziemlich abgefahren. Parkt auf der Straße oder bezahlt selbst eure Gebühren? Na sowas. Was soll denn diese neue Reise? Wir können uns das nicht leisten, nicht zu dem Preis. Also das meiste davon ist Alans Wohnmobil. Der braucht 4 Plätze. Wie viele Plätze braucht er? Ja, er wohnt da. Auf dem Parkplatz? Wirklich? Und wieso kommt er dann immer zu spät? Naja, weißt du, er ist frisch verheiratet. Na schön. Also hört mal zu, wir haben ein echtes finanzielles Problem hier. Die Telefongesellschaft ist wütend auf uns. Die Elektrizitätsrechnungen kommen schon in roten Umschlägen. Dann wäre es vielleicht das Beste, wenn du Ellen den Strom abdrehst. Okay, das ist ein Anfang. Aber wir haben einen langen Weg vor uns. Aber was ist denn mit unserem Geld für Notfälle? $9. Das ist unmöglich. Wir hatten doch viel Geld zur Seite gelegt. Ja, das hatten wir, aber dann kamen ein paar Notfälle auf uns zu. Vergesst nicht die Feng Shui-Renovierung im dritten Stock. Richtig. Ach, ja. Und wie ihr wisst, haben wir ein Stückchen Regenwald gekauft, die Wale gerettet, die Schildkröten gerettet, die Robben gerettet und der Rest ging an die Ralph Nader Präsidentschaftskampagne. Ah. Mann, und der hätte fast gewonnen, nicht wahr, Leute? Ja, und er war der einzige Kandidat, der an den Wahlen interessiert war. Das ist richtig, Marcy, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir pleite sind. Das mag sein, aber wir haben noch unsere Liebe. Oh, vielleicht begleiche ich die Telefonrechnung mit Liebe, aber ich glaube, das ist strafbar. Ach, weißt du, Prostitution ist nur ein sittliches Vergehen. Toll, dann weiß ich ja, wie ich die Rechnung bezahle. Okay. Hey, Ellen. Vergessen wir das einfach für eine Weile, erst in den Flitterwochen. Hey, wo bist du gewesen? Manchmal frage ich mich wirklich, wieso ich überhaupt in diesem holistischen Fortbildungszentrum arbeite. Harter Tag in der Welt des Yoga, Schatz. Brutal. Hast du schon mal versucht, jemandem eine Rechnung zu erklären, der von Geld keinen blassen Schimmer hat? Oh ja, das habe ich. Lass das jetzt, bitte. Nett, euch zu sehen. Ihr könnt sitzen bleiben. Hast du irgendeine Ahnung, wer von allen die meiste Energie verbraucht? Die Kerzenbastelklasse, könntest du mir das bitte erklären? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Was denkst du denn? Ich denke, dass das noch eine ist. Es tut mir leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Wie wär's mit einem Tee? Ein Glas Wein? Nein, aber ich danke dir. Entschuldige bitte meine Laune. Schon okay. Wie war denn dein Tag? Mein Kanzleipartner hat heute Morgen eine Klage eingereicht gegen eine große Kaufhauskette. Und zwar im Namen unserer neuen Mandantin, der exotischen Tänzerin Miss Rosie Cheeks. Wow. Vic, es tut mir leid. Ist schon okay. Ich denke, dass das vielleicht ein toller Neuanfang wird für mich. Er wird das überstehen, oder? Du hast ihn doch gehört. Du hast ihm einen Gefallen getan. Wenn man arbeitslos ist, hat man mehr Freizeit. Ach, hör mal, Susan, du weißt, ich mache das nur für unsere Gemeinschaft. Das verstehst du doch. Was passiert mir, wenn ich es nicht verstehe? Okay, deine Dreckarbeit habe ich erledigt. Ich habe ihm den Strom abgedreht und das Wohnmobil ist weg. Dankeschön, Marcy. Ach, und noch etwas. Mein Geburtstag ist in 8 Monaten und 6 Tagen und ich mache eine Party, aber du bist nicht eingeladen. Tut mir leid. Das verstehe ich. Okay, okay, du darfst kommen, aber ich bin sehr böse auf dich. Pete, die Beweisakte ist nicht vollständig. Wo sind bitte die Fotos von der Stripperin, bevor sie verletzt wurde? Die sind in meiner Wohnung. Wieso? Das ist eine sehr persönliche Frage, oder? Geh und hol die Fotos.
Okay. Hey. Hallo, Dame. Hallo, Schatz. Na? Hast du gerade zu tun? Ja, schon. Was gibt's? Jeder in unserem Zentrum hasst mich. Ich fühle mich wie ein Tabakfarmer in einer Ocelot-Jacke. Tut mir leid. Schwerer Fall? Nein, nicht wirklich. Das ist Pete Stripperin. Ach, übrigens, es gibt nur einen Tobias X. Kaladny. Ja, das dachte ich mir schon. Was ist? Stört dich das? Nein. Nein, nein, gar nicht. Wirklich? Ja. Es ist, naja, der Karl ist ein ganz schöner Idiot. Tobi, wirklich? Ja, er hat nicht gerade die nettesten Sachen über dich gesagt. Ach, was hat er denn gesagt? Ach, weißt du, er hat dir unterstellt, dass du ihn zurückgehalten hättest von dem großen Erfolg, den er heute hat. Was? Das ist doch lächerlich. Ja. Ich meine, zu seiner Verteidigung, er hat Socken verkauft, als ihr zusammen wart. Und jetzt hat er ein Büro im Transamerica-Gebäude. Ach, na, spitze für Tobi. Ist da noch was, was dich beschäftigt? Nein. Ich meine, ich muss mich schon wundern. Worüber denn? Darüber, dass ich dich zurückhalte? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du. Du denkst, ich halte dich zurück. Naja, du drängst mich nicht gerade voran. Und das werde ich auch nie. Das weiß ich, das musst du mir nicht sagen. Hör zu, Greg, wenn du mehr Geld verdienen willst oder erfolgreicher sein willst, dann ist das toll. Aber deswegen bin ich nicht mit dir verheiratet. Ich liebe dich und ehrlich gesagt, ist mir egal, ob du je was verdienst. Naja, gut, ich verdiene nämlich nichts.